Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Rhein-Main-Sport mit einem Rennsport-Special. Wir möchten Ihnen heute eine Nachwuchsrennfahrerin vorstellen, nämlich Jackie Weiß, 16 Jahre. Herzlich willkommen bei uns. Du hast heute schon trainiert. Wie war's? Also Kart trainierst du jetzt hauptsächlich? Ja, so, die Saison ist meistens Kart. Wir sind heute in Liedosheim gefahren mit dem Schallkart MI. Ist alles wunderbar gegangen. Wetter war ein bisschen nicht so schön, aber sonst ging alles ganz gut. Dein Ziel ist es ja, einmal auf dem Podium in der Formel 1 zu stehen. Das ist ein ganz hochgegriffenes Ziel eigentlich. Wie willst du das schaffen? Trainieren, trainieren, trainieren. Also ich will jetzt dieses Jahr im Formel ADAC Masters mein erstes Jahr machen. Und dann mal schauen, ich will im gleichen Team eigentlich weiter mit nach vorne fahren und kleine Steps machen, aber bis zu in die Formel 1 will ich irgendwann kommen. Hauptsächlich hast du diese Saison ja getestet im Kart. Warum hat es nicht geklappt mit der Formel? Ja, also es war angesagt, dass wir vom BMW fahren dieses Jahr. Sponsor abgesprungen und dann waren die meine Dreams vernichtet. Und dann haben wir gesagt, wir tun jetzt dieses Jahr nur testen. Wie kann das passieren, dass in letzter Sekunde ein Sponsor abspringt? Gute Frage. Ich habe von der Company nie was gehört. Das ist passiert öfters. In der Formel 1 ist es mit Spiker jetzt passiert. Also man kann wirklich nichts machen, also Kopf oben halten und halt für nächstes Jahr hoffen. Ja, und um welche Summen geht es da eigentlich? Ja, also so, schon rund über 100.000 Euro geht schon immer. Das ist eine ganze Menge. Ja, und Kartfahren macht dir aber auch Spaß. Damit bist du ja groß geworden, hast schon viele Erfolge gefeiert. Nenn mal ein paar. Ja, also meine erste Saison war eigentlich sehr erfolgreich für mich. Ich bin gleich in die Rotax Grand Nationals gekommen. Es war die besten USA-Fahrer gegeneinander. Und dann mein zweites Jahr habe ich gleich X-Wex Championship gewonnen auf meiner Heimstrecke. Da war ich das Jahr davor Dritte und mehrmals auf Podium gekommen. Kalifornien war auch immer ganz gut für mich. Also hauptsächlich in Amerika, weil du hast ja da lange gelebt. Wir sprechen gleich weiter über deine Zeit in Amerika und deine Erfolge. Erst wollen wir mal schauen, wie du heute trainiert hast. Mein Kollege Christian Seelmann war mit dabei. Mit 24 PS von 0 auf 100 in knapp 3 Sekunden. Und Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 210 km/h ist Jackie Weiß unterwegs. Auch für den Vater kein Rennen wie jedes andere, wenn seine Tochter auf der Strecke ist. Ja, ich würde sagen, völlig anders. Der erste Punkt ist, sie hat überhaupt keinen Führerschein. Sie ist erst 16 Jahre, ist also noch nicht straßenfähig. Insofern, wenn sie dann mit 200 um die Ecke kommt, bleibt mir manchmal das Herz stehen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich sehe jedes Rennen an. Den Motorsport selbst hat sie erst im Jahre 2003 für sich entdeckt. Vorher war sie wie fast alle Mädels von Pferden begeistert. Die allerdings sind auf 1 PS beschränkt und so zog es die damals 13-Jährige in ein Kart. Von jetzt an war sie infiziert vom Rennsport und hat dort noch viele und vor allem große Ziele. Ja, ich sehe sie im nächsten Jahr in ADAC Formel Masters und das Jahr darauf eventuell in Formel 3 oder 2 Jahre später, je nachdem wie stark das ist im ersten Jahr. Zurzeit ist sie Testfahrerin für ein neues Schaltsystem. Das schon seit Jahren in der Formel 1 praktiziert wird, ist nun auch für den Kartsport entwickelt worden. Früher haben auch die Karts einen richtigen Schalthebel gehabt. Wie beim Autofahren auch, musste man vom Gas gehen, die Hand vom Lenker nehmen, schalten und wieder Gas geben. Jetzt bleiben die Hände am Lenker und nur durch Ziehen an diesen Schaltflächen wird der nächsthöhere Gang eingelegt. Diese Schaltung ist also von der Sicherheit her optimal, weil wir halt immer beide Hände am Lenkrad behalten. Sehr, sehr präzise Linien fahren kann, weil eben wir immer diese Hände am Lenkrad haben. Und also bei Vollgas schalten können, daher behalten wir ein bisschen mehr obere Drehzahl und ist also ein bisschen schneller. Durch die neue Technik spart der Fahrer bis zu 0,4 Sekunden pro Runde. Das sind im Rennen bei 19 Runden fast 8 Sekunden und die können entscheidend sein. Doch warum kommt die Idee erst jetzt in den Kartsport? Ja, also wir wissen jetzt selber, warum früher die Leute vielleicht nicht auf die Idee gekommen sind. Wir haben also unglaublich viel Entwicklungsarbeit in diese ganze Sache reingesteckt. Auch viel mehr, als wir das eigentlich uns anfangs gedacht haben. Also wir haben ein ganzes Jahr
auf der Kartbahn Tests gefahren und die Schaltung eben angepasst, optimiert, verbessert. Und ja, es hat sich halt eben herausgestellt, dass im Kartsport die Belastungen also sehr groß sind und dementsprechend die Technik auch ausgeführt werden muss, damit das Ganze zuverlässig funktioniert. Und ja, somit haben wir jetzt quasi diesen Schritt gemacht, den vorher vielleicht keiner geschafft hat einfach. Ziele hat sich die 1,62 Meter große Rennpilotin Hohe gesetzt. Sie möchte die erste deutsche Frau in der Formel 1 sein. Doch vor ihrer ganz großen Show zeigt erst noch einmal ihr Mechaniker, dass er nicht nur Schaltsysteme zusammenschrauben kann. Ja, das sieht ja recht wild und spaßig aus. Machst du sowas auch im Training? Ja, Training nicht, aber gerne nach einem Rennen oder irgendwas voller Freude ist. Zum Jubeln, genau. Ja. Ja. Du hast ja auch getestet, und zwar so eine elektronische Schaltbox. Was ist das genau? Das ist EMI Shifter F1. Das ist eine neue Technik fürs Kartsport. Das ist, lässt dich unter Vollgas schalten mit Wippen oder Knopfdruck, so wie in die Formel 1. Mhm. Also normalerweise im Kartsport hast du einen Schalthebel, das heißt, du nimmst deine Hand vom Lenkrad und schaltest. Hier mit dem MI-Shifter kannst du deine Hände immer am Lenkrad behalten, dass man besser fahren kann. Also ein ganz anderes Fahrgefühl, Kart- und Formelauto. Du kennst ja jetzt beides. Du hast in diesem Jahr bist du zwei Rennen gefahren in der Formel Gloria. Wie ist denn der Unterschied vom Fahrgefühl? Ja, es ist immer ein großer Unterschied. Also das ist erstens mit der Sicht. Man sieht nicht viel, wenn man im Formelauto sitzt. Im Kartsport ist alles offen. Du hast kein Cockpit. Du sitzt relativ lose drin. Du hast eine Übersicht über alles. Im Formelsport ist es auch anders, die Lenkung und wie man, das Gefühl vom Auto, das ist einfach, es ist groß, es ist schwer, man muss schon ein bisschen anders fahren. Mhm. Wie ist denn so das Verhältnis zu den Jungs? Ja, ganz gut, also ich habe immer kein Problem mit denen, das muss ich ja. Also ich habe immer auch positive Sachen hören über mich, sie haben auch kein Problem mit mir. Also ich glaube, wenn die Helme auf sind, dann vergisst man, wer es darunter ist. Also gibt es keine Vorurteile oder wirst du nicht vielleicht auch besser behandelt auf der Rennstrecke? Nein, das ist alles fair und das ist wirklich, wie gesagt, wenn der Helm auf ist, dann ist der Helm auf und das ist jeder ein Fahrer. Mhm. Wie viel Training steckt eigentlich dahinter? Sehr viel. Also diese Saison haben wir ja nur getrainiert und ich werde auch weiter nur trainieren. Das ist, also mein ganzes Leben ist eigentlich repräsentiert, dass ich Rennen fahren kann und gut Rennen fahren kann. Mhm. Wie viel bist du unterwegs? Sehr viel, wie gesagt, jedes zweite Wochenende ist normalerweise ein Rennen, wenn nicht, ist ein Sponsor-Meeting oder eine Messe oder ein großes Event, also ich bin immer unterwegs, mir ist nie langweilig. Ja, und es ist auf jeden Fall auch schwer, sich durchzusetzen. Wir machen eine kurze Pause, reden gleich weiter darüber, wie sich Jackie Weiss in der Männerdomäne Rennsport durchsetzen will. Bis gleich.